Ja, wir arbeiten mit dem Daniel schon seit längerem Zimmer. Und er hat da eigentlich mit der Idee gehabt, dass man das Logo für uns oder den Namen hier in die Brocke hinbringen könnte. Was uns natürlich sehr begeistert hat, weil wir doch aus stark befahrenen Straßen und so einen super Werbeeffekt haben. Da hieß, dass ich ursprünglich aus dem Holzbau komme und einmal Zimmermann gelernt habe. Habe ich gesagt, nein, für mich kommt nur eine Holzbrocke in Frage und ich will, dass wir da irgendetwas mit Holz umsetzen. Und dann haben wir einen Termin mit Daniel Alpiger gehabt. Dann hat er gesagt, ich habe eine Idee, lass mich mal machen. Und habe mit Daniel können, die Brocke zusammen so entwickeln, wie sie heute da steht. Und muss sagen, es war also eine super Zusammenarbeit gewesen. Auch fachmännisch vom Alpiger Holzbau gibt es gerne nicht zu monieren, sage ich so. Der Xalo ist vor 15 Jahren entstanden. Wir decken heute verschiedenste Geschäftsbereiche ab. Das ist der Immobilienbereich, den wir uns jetzt sowieso hier unterhalten. Gehört aber auch Unternehmensberatung dazu, gehört Versicherungsberatung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung dazu. Also man sagt ja, die ganze Vorbereitung, Planung, Produktion, Abwicklung, Aufrichtung vom Projekt und Abschluss hat einwandfrei geklappt und kann ich nur wieder jedem weiterempfehlen. Das, was er in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist es natürlich beeindruckend, auch wie gross das Team in der Zwischenzeit ist. Und es klingt natürlich nur, wenn man innovative Sachen macht und nicht einfach das macht, was andere auch machen. Und darum arbeiten wir auch sehr gerne mit ihm zusammen und haben auch verschiedene Projekte, die wir uns immer wieder mal mit ihm gemeinsam zusammen anschauen. Also ich kann ihn nur so weiterempfehlen, ja.